Ich bin Kai und ich kann den Sieg schon riechen. Moin, ich bin Robert, ich bin Torschützenkönig im Eigentore-Schießen und deswegen denke ich, das Ding geht heute richtig nach hinten los. Ich bin Rudi, 17 Jahre und der leibliche Bruder von Johnny Sins. Scheiße. Die Aufgabe. Alle 6 Teilnehmer müssen einen 3D-Logik-Puzzle-Würfel in 2 Teile bringen. Wer das Rätsel am schnellsten löst, gewinnt die Challenge. Beim Lösen der Challenge dürfen jedoch keine Gegenstände benutzt werden. Teilnehmer sind Julian, Markus, Basti, Robert, Zinken und Rudi. Lass die Spiele beginnen. Ich darf ja erstmal gucken, ne? Gucken darfst, wenn du berührst, geht's los. Wenn ich berühre, geht's los. Okay. Mir das gemütlich machen. 3. 2, 1, los. Hä? Okay, auf geht's. Los! 2,29! Ja! Easy! Lappen. Ist halt nicht jeder so schlecht wie Julian. Dann los. Oh. Ja, den mobb ich jetzt. Jo. Ah, gelöst. Yes! Wir sind zum Ende gekommen. Es gibt einen Gewinner. Im Endeffekt haben sich alle sehr kompetent angestellt, bis auf ich. Also ich habe effizient so lange gebraucht wie jeder andere zusammen. Aber es gibt einen Gewinner, der heißt Robert. Wir haben es alle falsch gelöst. Also wir haben es wirklich offen gehabt und einfach nur fertig gemacht. Also eigentlich macht man das ganz anders, aber ja, wir haben es versaut. Aber du hast gewonnen mit 1,2 Sekunden. Bist du halt schon der G-Robert und da gibt es ja als Geschenk von Maggi, Chili con Carne. Das kann ich nicht mehr machen. Ja. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, das ist der G. Wir machen auf jeden Fall mal eine zweite Folge, wo wir einen ordentlichen Logikwürfel haben, der auch funktioniert. Also, der auch verschlossen wird. Ja, der auch verschlossen wird. Also, ja. Jetzt geht's immer. Okay. Kannst du rüberfilmen, ne? Jasmin, guck mal. Jasmin, warte doch mal kurz. Können wir nicht die Chili con Carne einfach gegen die Wand fahren? Die öffnen! Wer kriegt die Chili con Carne vielleicht auf? Einmal so, ja? Du hast jetzt einfach wie in dem... Das hätte sogar wirklich länger gedauert. Es geht nicht mehr, Kugel, es kannst du machen, was du willst, geht nicht auf. Es geht einfach nicht auf, so, das war ich das eigentlich normale Logikpose, so. Dann machst du einfach so, ja? Warte. Genau. Siehst du, das war eigentlich das wäre der Clou gewesen, das aber. Eigentlich nur pure Gewalt. Ja. Wir haben es alle falsch gemacht. Trotzdem bin ich der Dümmste mit Abstand. Also, ja. Er ist so oder so der Dümmste, weil er hat es verkackt zuzumachen. Ja. Also, er hat eine Stunde meines Lebens geklaut. Wirklich. Also. Von mir sogar zwei. Die bekomme ich nicht wieder, ne? Ich hätte so viele Sachen machen können. Was ist denn bei dir jetzt? Jedenfalls, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die mitgemacht haben, die auch den Spritz. Soos! Oh, so, wie gesagt, ich wünsche allen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir machen eine neue Folge.